Wirklich frei werdet ihr nicht sein, wenn eure Tage ohne Sorge sind und eure Nächte ohne jeden Wunsch und Kummer, sondern erst dann, wenn sie euer Leben umfassen und ihr euch dennoch nackt und ungebunden über sie erhebt. So schreibt Khalil Gibran, ein Philosoph und Dichter aus dem 19. Jahrhundert, und er zeigt uns eine zutiefst biblische Wahrheit. Freiheit beginnt im Herzen und führt über den Verstand in die Welt. Jesus selbst hat viele Menschen seiner Zeit enttäuscht, weil er anders befreite, als sie es sich erhofft hatten. Nicht durch Waffengewalt, nicht kriegerisch. Er hat uns zur Freiheit in uns selbst befreit. Und diese innere Freiheit spüren zu dürfen, ist wundervoll und gleichzeitig eine Herausforderung. Denn Freiheit zu gestalten ist schwer. Schwer auszuhalten, wenn wir Freiheit unterschiedlich definieren. Schwer, sie verantwortlich zu gestalten. Schwer, sich nicht doch lieber wieder in vermeintliche Sicherheit von strengen Regeln und Grenzen zu begeben. Und am schwersten ist es, die Freiheit in ihrer nötigen Selbstbegrenzung zu akzeptieren. Denn meine Freiheit endet, wo sie deine beschneidet, und andersrum ebenso.